Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gott-Team Nächtlich McFit mit dem Mai. Wir stellen wieder eine Rückenmaschine vor, diesmal die Latissimus-Maschine. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wir haben hier einmal im McFit, in der Gym 80-Reihe, die bilaterale Maschine. Heißt, dass die Körperachsen unabhängig voneinander trainiert werden. Die gibt es, glaube ich, mit Steckgewicht. Haben wir hier in diesem Studio nicht in Wuppertal. Die gibt es aber vor allem auch mit den Platten, die man drauf machen kann. Eine sehr schöne Übung und meine Lieblings-Latissimus-Übung. Hier haben wir jetzt die Variante, wo man an einem zieht, ganz normal wie beim Latissimus-Zug. Und werden nicht viele von euch bevorzugen, aber ihr könnt mal schauen, ob sie euch nicht gefällt. Wir gucken jetzt erstmal, wie man sie wirklich richtig benutzt. Denn auch hier gibt es ein paar Variationen, obwohl man da recht wenig falsch machen kann. Wie immer schaue ich erstmal Mai über die Schulter und dann mich selbst dran. Im Prinzip gibt es hier nur eine Einstellungsmöglichkeit, das ist die Sitzhöhe. Und da heißt es eigentlich nur so, dass es komfortabel ist, dass ihr eure Oberschenkel einklemmen könnt und genug Halt habt. Diese Drehgriffe wickeln genauso, wie er das macht, an die äußere Handkante. Und so ist schon richtig, er beugt sich nach hinten, er nimmt quasi vor allem die Baumuskeln raus. Hier ist ein Hohlkreuz und geht dann zurück. Die Ellbogen lassen wir etwas weiter nach vorne. Und ziehen die vor unserem Körper nach unten. Genau. Simuliert mehr oder weniger den wirklichen Latissimuszug, wie ihr ihn normal am Kabel kennt. Da macht ihr das auch nicht hinter den Rücken, wenn doch, Fehler. Sondern setzt sie auf die Brust. Und das wollen wir hier auch, deswegen lassen wir die Ellbogen vorne. Wieder runter, gehen richtig ins Hohlkreuz, die Brust kommt richtig raus. Halten das für eine Sekunde, ganz wichtig bei jeder Rückenübung. Immer eine Sekunde in der Spitzenkontraktion halten. Und noch wichtiger, kontrolliert und langsam zurück. Langsam zurück, er macht schon das perfekte Tempo und halten, hier wollen wir spüren und langsam zurück. Sucht euch aus, ob ihr das streckt, ob ihr die Schultern sogar noch ein bisschen mit nach oben bringt. Nicht zu extrem, ihr sollt jetzt nicht stretchen und dann wieder nach unten. Danke sehr. Auch hier kann ich nur empfehlen, kleiner Profi-Tipp. Handy aus den Taschen, denn wenn das hier einmal drunter eingequetscht wird, dann macht das keinen Spaß. Ja. Ich bringe jetzt die Tasche extra mal nach innen. Hier, Ellbogen nach vorne, bisschen nach hinten lehnen. Lieber weiter nach hinten lehnen, als zu weit vorne sein. Wir wollen das nicht hier hinten reinziehen, dafür ist es nicht da. Die Schultern bringen wir nach vorne und ziehen hier runter. Halt, langsam hoch. Auch nicht zu weit nach oben. Ich möchte keine Leute sehen, die schon anfangen, mit dem Ellbogen nach hinten zu gehen. Hier ist keine richtige Kontraktion mehr auf dem Latissimus. Der ist ungefähr hier gegeben. Langsam zurück. Wenn ihr zu viel Gewicht drauf habt, kann es auch mal vorkommen, dass ihr mit dem Oberkörper nach vorne geht. Dann helfen die Bauchmuskeln aus. Auch das wollen wir nicht. Wir bleiben hier hinten, ziehen es rein, eine Sekunde halten. Langsam nach oben. Ob ihr das Ganze in einem Hammergriff macht und hier runterzieht oder breit greift, achtet gar nicht darauf. So natürlich, wie eure Hände das gerne machen möchten, weil dafür ist es da, damit eure Handgelenke geschont werden und damit der Körper, die Maschine sich an euren Körper anpasst und nicht umgekehrt. Und nach oben. Auf die Art könnt ihr dann eine ganze Menge rausholen noch aus der Maschine, aber für die Kräfte hier hinter euch, die dürften das ziemlich schnell ausreizen. Das war's mal wieder von uns. Bis bald. Lasst mir ein Däumchen da. Und dann sehen wir, welche nächste Maschine dran ist.